Kapitel 3 Ärger im Paradies. Blödes Spiel. Wie in der Mittelstufe. Das juckt mich doch nicht mal. Es kann doch jeder küssen, wen er will. So dämlich. Ach, toll, toll. Wo bin ich denn jetzt? Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Quarry. In der letzten Folge haben wir extremst pubertierende Kinder gesehen. Moment, die hätte aber jetzt theoretisch... Ich weiß nicht, ob ich nochmal zurückgehen soll. Ich meine, den Weg kenne ich, das ist klar. Die Frage ist jetzt, möchte sie zurückgehen oder... Kommt jetzt gerade irgendwie so komisch. Möchte sie zurückgehen oder möchte sie Richtung Haus gehen? Aber ich denke mal eher, dass sie zurückgehen möchte. Also müssten wir ja wieder nach links. Da jetzt alles so dunkel ist, nehme ich mal an... Ach, wir gehen jetzt einfach wieder... Obwohl, ja doch, ich denke mal, dass sie da dann auch weitergekommen sind. Und ich wollte gerade noch sagen, Moment, in welche Richtung stehen wir jetzt gerade? Ich wollte gerade noch sagen, da es jetzt so dunkel ist, nehme ich an, dass jetzt mal ein bisschen Action kommt. Ein bisschen richtiger Horror. Weil wir jetzt doch sehr lange gespielt haben, schon über 3 Stunden und dann mehr so Teenie-Gequatsche, sage ich mal, war. Es war jetzt nicht schlecht. Oh, ich sehe hier gar nichts im Dunkeln. Es war jetzt nicht schlecht bisher, aber ja, es soll ja mal irgendwann ein Horror-Game draus werden. Deswegen, das vermisse ich so ein bisschen. Oh oh. Abby? Bist du hier? Abby? Ruf nochmal! Hey, ich bin hier! Ich komme! Nick! Hey! Hey! Hi! Du bist... weggerannt. Ich glaube, das Spiel wurde einfach zu intim für mich. Ich verstehe schon, was du meinst. Schätze, Emma steht wohl schon länger auf dich, was? Was? Nein, nein, nicht doch. Sie wollte Jacob eifersüchtig machen. Ich habe einfach mitgespielt. Hat dir scheinbar ganz gut gefallen. Ich wollte Emma nur mit Jacob helfen. Das war alles. Ja, ist klar. Na komm. Würde ich in so einem Moment überhaupt nicht machen, aber wir wollen ja, dass die zwei zusammenkommen, auch wenn vielleicht einer oder beide sterben werden. Wie, der verliebt sich in mich? Ich denke, der ist in mich verliebt. Hallo? Hörst du das auch? Mhm. Sehen wir nach? Mhm. Ihr wisst aber schon, dass das Gewehr nicht bei euch ist, oder? Thank you.
zu knurrig. Es ist ein Bär. Ein Bär. Es ist ein Bär. Zu flott. Jetzt lässt sie ihn doch allein, oder was? Hallo? Nee, das war, glaube ich, nicht so gut, ne? Scheiße. Das wollte ich gar nicht. Das sah mir nämlich eher nach einem Werwolf oder sowas aus. Und, naja, eigentlich nicht. Eine gute Idee. Witziges Game. Das musst du noch üben. Ja, da hast du mich wohl gefunden. Klar. Hierher schleichen war spannender, als wir dachten, wir könnten erwischt werden, hm? Ja, kann sein. Jacob, wir waren uns doch einig, dass mit uns... Es sollte doch nur Sommerspaß sein.
Ja, nein, schon klar. Ist nur... Du kannst es nicht lassen, Theater zu spielen. Ach, Jacob. Ich meine, ich check nicht, warum du ihn abgeknutscht hast. In aller Öffentlichkeit auch noch. Das war blöde. Blöde? Sind wir 12? Nein, aber Nick ist's. Quasi. Ich liebe ihn ja, aber ich glaube nicht, dass er schon mal ein Mädchen nackt gesehen hat. Tja, tut mir echt leid für dich, aber er hat mich mit Zunge geküsst und hat genau gewusst, was er da tut. Du willst mich echt fertig machen. Jetzt bleib doch mal locker, du Spaßbremse. So habe ich mir den Abend nicht vorgestellt. Was? Lass gut sein, ist nichts. Na? Ich komm klar. Gut. Du kannst hier weiter schmollen und dir vorstellen, wie Nick mir seine Zunge in den Mund steckt. Oh, komm schon. Oder du kannst uns ein paar Handtücher holen. Was willst du mit Tüchern? Wir wollten doch Sommerspaß, oder? Und der Sommer ist ja wohl noch nicht ganz vorbei. Okay. Was zur Hölle ist das? Also es sieht aus wie ein Mensch. Könnte auch Graf Dracula gewesen sein. Oh je, oh je. Ich meine, gut, der Kerl kam ja so die ganze Zeit ein bisschen rüber wie so eine kleine Dumpfbacke, ne? Aber der Stern... Ach so, ah, wir haben ein Tarot. Ein Dings, eine Karte. Tarotkarte. So, der Stern. Oh, es ist der Stern. Hm, Sterne, hoch am Himmelszelt. Boten des Lichts, der Träume, Hoffnung, Bestimmung. Oder unsere Bedeutungslosigkeit und Angst zu zweifeln. Vertraue auf das Licht des Sterns, denn es bringt dir Klarheit und Gewissenheit. Vielleicht. Ja, es war wohl die Klarheit, dass die einen gut zusammenpassen würden, wo er jetzt anscheinend zerfleischt worden ist. Und die Gewissheit, dass die beiden hier halt nicht gut zusammenpassen. Weil, naja, gut, wer will schon mit so einer Zicke zusammen sein? Hier irgendwie rausgucken. Sie steht immer noch da. Da bewegt sich nichts im Wasser. Das wäre ja mal interessant, ob man irgendwas sehen könnte, aber scheinbar nicht. Achso, Handtücher sollten wir besorgen. Genau. Ich habe schon total vergessen, was wir eigentlich machen sollen. Ich denke mal nicht, dass wir die hier unten finden. Ich denke mal, wir müssen nach oben. Obwohl, was ist das? Hm. Das ist nicht lange her. War das in der Nähe? Ja, ich habe gedrückt, aber er will mal wieder nicht. Dann gucken wir mal. Hinweise. Das sind nur die... Nee, ich bin jetzt bei Tarot. Wieso bin ich jetzt bei Tarot? Hinweise. Die Gazette. Ein recht aktueller Zeitungsartikel über zwei Personen, die beim Wandern in diesen Wäldern verschollen sind. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gelten sie noch als vermisst. Okay, also es sind auf jeden Fall zwei Erwachsene, aber die sagen mir jetzt so gar nichts. Also von Optik her jetzt, die haben wir noch nicht gesehen. Soweit ich das sehe. Schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um, bevor wir wegen den Handtüchern oben gucken. Kann man da noch was machen? Nö, ne? Ah, doch. Jacket und Thacket. Hm. Oh, Jacket ist wohl Mr. H, Chris Hackett. Wer zur Hölle ist Thacket? Und wieder lässt er mich nicht rein. Warum steht da immer, man soll LB drücken, wenn es dann sowieso nichts bringt? So, beschädigte Andenken. Ist das das? Nee. Familie? Nee. Altes Foto vom Camp. Ein verblasstes Camp-Foto aus den 1970er Jahren. Anhand der aufgedruckten Namen scheinen die zwei Jungen zur Hackett-Familie zu gehören.
Okay. Was ist denn da? Liegt doch was Rotes? Achso, das sind alles nur... Okay. Na gut, dann gehen wir mal hoch und gucken mal, ob wir... Das Ding hängt scheinbar im Weg. Ob wir da was finden. Wobei, hier können wir auch hoch, ne? Ja, geh. Komm. Ich weiß, geh oder komm. Aber trotzdem. War da gerade Mond? Oh, schön. Ich liebe Vollmond. Ich weiß auch nicht, warum Leute Probleme haben, dass sie da nicht schlafen können. Ich kann da immer super schlafen. Gott verdammt. Null Handtücher! Nein! Nicht ein einziges! Du Arsch! Was soll das? Dann komm wieder runter, Jacob! Ja, ich meine gut. Das Schreien ist auch nicht so toll. Was sollen diese Zahlen? Jahreszahlen? War jetzt leider zu kurz. 2017, glaube ich, fing es an. Oh. Jetzt wird es interessant. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Können wir hier irgendwas sehen? Im Wasser oder so? Wo ist sie denn? Das ist zu nah. Okay. Da scheint er jetzt irgendwas gesehen zu haben, aber ich weiß nicht was. Wow. Ist da jemand? Das heißt dann wohl, bestimmt ist alles gut. Ja, genau. Wenn man Wildfremde auf dem Anwesen vermutet, ist bestimmt alles gut. Ja. So fängt das in Horrorfilmen irgendwie immer an. Hier können wir nichts mehr machen. Sie konnten wir allerdings auch nicht sehen. Mal gucken, ob sie noch da ist. Vielleicht ist er auch vom wilden Wolf oder was auch immer das darstellen sollte, gefressen worden. Nach einem Wolf sah es jetzt nicht aus. Also beziehungsweise ein Werwolf. Aber ich denke mal, das soll irgendwas in der Richtung sein. Vielleicht soll es auch ein Vampir sein. Aber gut, Vampire knurren nicht. Ich vermute mal eher so Werwolf-mäßig. Ach so, deswegen habe ich sie nicht gesehen. Weil ich am falschen Steg geguckt habe. Okay. Verbutschelt. Nicht schwimmen. Das wäre... Nein, jetzt nimmst du es an. Mitten im Satz. Na toll. Ein handgeschriebenes Schild, das davor warnt, in der Nähe des Bootshauses zu schwimmen. Wie gefährlich kann dieser See schon sein? Ja, fragen wir mal die Leiche, die im See rumschwimmt, ne? Wir sehen. Was, der See? Oder das werden wir sehen? Ich habe es jetzt nicht so... So, ey Ische, was machen wir jetzt? Okay, dann lassen wir es halt einfach abtropfen. Oder wir schütteln uns Doggy-Style. Wow, du weißt echt, wie man eine Frau rumkriegt, was? Na. Du kannst nicht einfach so tun, als wäre es nicht passiert. Und ob ich kann, weil sie ist doch... Oh, Hilfe! Hilfe! Ich ertrinke und ich... Ich brauche einen großen, starken, selbstsicheren Mann, der mich rettet. Dann such dir mal einen. Haha. Tja, wieso fragst du nicht Nick? Der würde dich sicher gerne retten. Den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Was soll das, Mann? Oh, okay. Okay, das bedeutet Rache. Klar? Schwimmen die da im Teer? Das sieht total komisch aus. Hey, lass das! Hör auf zu grubbeln! Na komm, wir verbessern die Beziehung mal ein bisschen hier. Attacke! Auch wenn sie die blöde Bitch ist. Oh
Mann. Na komm, flirte einfach mal. Okay, hey. Jetzt. Check das mal. Okay. Ja. Mach ein Foto von mir. Ja, für deine kleinen Follower oder so. Top 10 Kerle, die dich glücklich machen im Sommercamp. Ach, ich kriege noch 9. Was? Sein. Emma! Jacob, hier drüben! Hast du es gehört? Was? Da war so ein Schrei. Er klang wie von Abby, aber nicht die gute Art von Schrei. Ich höre dich nicht. Okay, gut, du bleibst da. Ich gehe das eben checken. Was? Im Ernst jetzt? Ja, im Ernst. Ich lass lieber dich verrecken als die andere. Die andere ist nett. Hast du aber ordentlich Wirbel gemacht, Caitlin, muss schon sagen. Ah, oder war es nur der Stups, den Abby brauchte? Du teuflisches Genie. Wer wird den ersten Schritt machen? Nick oder Abby? Oh, gute Frage. Keiner von beiden. Ich weiß nicht, Nick hat eine Bestie in sich. Ah, wenn die Bestie ein sanftes Tierbaby ist. Ey, lass dich nicht vom süßen Äußeren täuschen, ist ein gestellter Barbecue-Grill unter dem Shirt. Ist dir das auch aufgefallen, ja? Und, was stellen wir jetzt an? Weiterspielen? Ja, jetzt nur noch zu dritt. Okay, Dylan, sagst du... Das klang wie Abby. Oh mein Gott. Sie braucht Hilfe. Wo kam das her? Von da. Kommt! Abby! Hilfe! Bitte! Nick! Helft ihm! Wo ist Nick? Geh und hilf Nick! Geh! Oh Gott. Nein! Okay. Ach so, scheiße! Ich mach das. Nein! Schick sie! Sie kann doch viel besser schießen. Oh nein! Fuck. Ich habe leider zu spät gelesen, dass so ein Sieg gegangen wäre. Oh. Das kann ich gut enden. Die Schrotflinte hat eine Mordstreuung. Pass gut auf. Nein! Okay, schon gut. Ich habe den ersten in den Tod geschickt. Vielleicht auch den zweiten, weil ich den einen direkt in den Wald gejagt habe. Hallo, Ton? Bitte schieß auf das Viech und nicht auf deine Kumpels. Besser wäre natürlich, wenn er auf gar nichts schießen müsste.
Nein, folge dem Weg. Was war das? Hey! Lass die Pfoten von ihm! Stopp, stopp! Sonst knallt! Sonst knallt, genau. Junge, das ist eine Schrot, denk dran. Du Scheiße, Mann! Nicht. Ich sag doch, sie hätte hingesollt. Hey, kannst du gehen? Kann. Muss hier weg. Muss okay. Hier weg. Komm. Zurück ans Feld. Tut mir leid, ich glaube, ich habe dich in den Tod geschickt. Scheiße. Fuck. Fuck. Aber sie ist positiv. Wenn du stirbst, musst du die Alte nicht mehr ertragen. Da wartet ein halbnacktes Mädchen auf dich, Jacob. Was machst du hier? Aber trotzdem noch hungrig sein. Ja, keine Ahnung. Es war sicher falsch, aber... Hallo? Ja, das war dumm. Ich weiß, Abby? Ich habe zu schnell geklickt. Ich hab nur erst gedacht, vielleicht hilft ihm dann jemand anders, aber... Hallo! Was? Okay. Eins, zwei... Scheiße! Oh, fuck! Bitte, bitte, Mann, lass mich runter, okay? Tu mir nicht weh, bitte. Oh nein, Scheiße, was zum Teufel machst du? Im besten Fall dich runterholen, im schlimmsten Fall dich aufschlitzen, um das Viech anzulocken. Fick dich doch! Was wird das? Psst, still! Ja,
Ich glaube nicht, dass der... Schließ jetzt besser die Augen. Hilfe! Was soll denn das? Stopp! Hilfe! Hilfe! Schmeckt übel, oder? Ist aber gut für dich. Wo willst du jetzt hin, Kleine? Ist das Viech eine Sie? Ach du Scheiße! Sag mir jetzt bitte nicht, es ist du vom ersten Teil. Es kommt mir so vor, als wärst du gerade erst hier gewesen. Also, zeig. Was hast du da? Es ist der Stern. Sterne hoch am Himmelszelt. Boten des Lichts, der Hoffnung, Bestimmung. Oder unserer Bedeutungslosigkeit und Angst zu verzweifeln. Vertraue auf das Licht des Sterns, denn es bringt dir Klarheit und Gewissheit, vielleicht. Merke dir, es steckt stets mehr dahinter, als du denkst. Wenn du magst, zeig ich's dir. Klar. Machen wir weiter. Wieder nach Hackett's Quarry. Wieder nach Hackett's Quarry mit dir. Oh, das wird ein Spaß.